zum 17. internationalen Boxturnier von Berlin. Es gibt interessante Kämpfe. Gestern begann es. Und einige der schönsten der heutigen Veranstaltung wollen wir Ihnen zeigen. Da wäre zum Beispiel diese Begegnung zwischen Klaus-Dieter Kirchstein von Dynamo Berlin, dem Dritten der Weltmeisterschaften und Dritten der europäischen Titelkämpfe, unserem mehrfachen Meister, und Kim Jong-ho, dem 20-jährigen Mann aus der KDVR, Dritter bei einem internationalen Turnier in Pyongyang. Erste Runde. Klaus-Dieter Kirchstein, unser mehrfacher Meister, hatte ja Anfang des Jahres nicht allzu viel Glück. Aber er will beweisen, dass er ganz vorn steht. Dieser Kim Jong-ho ist noch nicht allzu bekannt, aber er kann boxen. Vor allen Dingen in den unteren Gewichtslassen haben die Boxer aus der befreundeten KDVR ja schon immer Weltklasse-Leute gehabt. Bei Ihnen dominiert der gerade Schlag. Sie sind auch immer sehr groß. Stopp! Schulter. Der Ringrichter kommt aus der Volksrepublik Polen, Herr Kosjan. Stopp! Erste Runde. Vorteile für Klaus-Dieter Kirchstein. Klaus-Dieter Kirchstein ist 26 Jahre, Maschinen- und Anlagenmonteur von Beruf. In seinem Startbuch stehen 166 Kämpfe, davon 120 Siege, fünffacher DDR-Meister. 1982 Dritter der Weltmeisterschaft, 83 Dritter der europäischen Titelkämpfe. Erster Platz beim TSC-Turnier 82, 83 und 85. Er kommt vom SC Dynamo Berlin. Klaus-Dieter Kirchstein drückt. Und da René Breitbart heute Nachmittag gewann und beide in der gleichen Gewichtsklasse standen, Rennfrei zur zweiten Runde, könnte das, wenn sich beide durchsetzen, ein hochinteressantes Finale geben. Aber noch sind wir nicht so weit. Hoppla! Hoppla! Ein gezogener Rechtenhaken genau zum Kopf. Klar, auch mit geschlossener Hand, da gab es nichts zu deuteln. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe bei Klaus-Dieter Kirchstein. Er hatte die linke Hand zu weit unten und die Schlaghand unterschätzt.
halten und schlagen, meint der Ringrichter. Na, schau mal an, so schnell kann es gehen. Jetzt hat er die linke Hand oben. Er kommt hier selbst mit solch einem Schlag. Das ist ja sein Spezialschlag, der rechte Cross zum Kopf. Aber heute noch nicht. Dass Kim Jong-ho diesen rechten Haken brachte und er traf gleich voll damit. Die Überraschung war perfekt. Kim Jong-ho hat noch keine allzu großen Erfolge. Ich nannte vorhin den Turniersieg in Pyongyang. Aber er heizt uns ganz schön ein. Diese Runde kann er sogar gewonnen haben. Nicht nur aufgrund des Niederschlages. Das zählt ja nur ein Punkt. Der Kämpfer Kim Jong-ho ist 20 Jahre Student. In seinem Stadtbuch stehen 34 Kämpfe, davon 25 Siege. In diesem Jahr dritter Platz beim internationalen Turnier in Pyongyang. Vizemeister seines Landes. So, ich höre, wir wollen jetzt noch einmal in dieser Pause diesen Niederschlag sehen. Wo kommt die Hand her? Es muss ein rechter Haken gewesen sein. Die linke Hand von Klaus Dieter ist unten. Genau, natürlich, über die linke Hand ein rechter Haken zum Kopf. Unser Meister ist gewandt. Er kann den Kampf noch gewinnen, der Klaus-Dieter Kirstein. Aber auch er, Kim Jong-ho. Nun haben sie alles vertagt in die letzten 3 Minuten. Also der rechte Haken kommt öfter, als uns lieb sein kann. Klaus-Dieter Kirchstein müsste selbst mal mit dem rechten Cross antworten. Stopp! Sich nur auf die linke gerade zu verlassen, das kann schief gehen. Stopp!
Stopp! Und nun hat der Klaus Dieter nach 60 Sekunden Zeit, die Sache klar zu machen. Da muss noch ein bisschen was kommen. Die linke mitnehmen. Die linke wieder auf. Jawohl, komm noch. Sehen Sie, und wenn die Rechte kommt, ist sofort Betrieb im Laden. Da ist was los. Zu selten, diese Aktionen. Und gleich ist es vorbei. Klaus Dieter Kirchstein und Kim Jong-ho. Ringrichter Milord, Deutsche Demokratische Republik, Punta Nea, Attila, Ägypten, Nikolov, Volksrepublik Bulgarien, Mikula, Finnland, Toru, Italien, Kawashima, Japan. Ja, war dieser rechte Cross, der kommen sollte und kam, allerdings in dieser Runde nur einmal. Und hier das Urteil. Einstimmiger Sieger nach Punkten. Klaus-Dieter Kirchstein, Deutsche Demokratische Republik. Klaus-Dieter Kirchstein einstimmig am Ende über Kim Jong-ho. Tibor Botos, Ungarische Volksrepublik. In der blauen Decke Wladimir Fahegi, GSSR. Er muss gegen Tibor Botos antreten, wie Sie eben gehört haben. Ein Mann mit einem berühmten Namen. Fahegi war Dritter der Junioren-Weltmeisterschaften, ein junger Mann aus der GSSR. 20 Jahre alt. Botos, 26, ein Ringfuchs erster Güte. Im vorigen Jahr war er Zweiter hier. Ich werde immer am Anfang nur einige wenige Details sagen, damit Sie die Kämpfer einordnen können, von der Leistung her. Die einzelnen Fakten bekommen Sie ja dann vom Ringsprecher in den Pausen. Den ungarischen Boxern verblüfft immer wieder die Schnelligkeit. Sie stehen nahezu frontal zum Gegner im Ring, haben die Fäuste natürlich immer weit unten, aber sind schnell. Und damit schwer zu treffen. Sind nicht zu berechnen. Die Schläge kommen aus allen Himmelsrichtungen.
auch von dort, wo man laut Lehrbuch eigentlich keinen Schlag bringen sollte, nämlich von der Gürtellinie. Soweit hat Bortosch die Fäuste unten. Auch gut. Der kleinere Mann trifft den Kopf. Erstaunlich, wie der kleine Boxer aus der Chases R den langen Bortosch erwischt. Igor Bortosch ist 26 Jahre alt, Kraftfahrer. In seiner erfolgreichen Laufbahn besteht er 135 Kämpfe, siegte 102 Mal. Lang ist die Kette seiner Turniersiege. Zweifacher ungarischer Meister. Unter den Turniersiegen auf 1983, hier erfolgreich auf Platz 3 und 85 im Vorjahr also auf den zweiten Rang. Teilnehmer am internationalen Wettbewerben, Dritter der Europameisterschaft des Vorjahres. Ganz clever auch im Nahkampf. Da kommt man nur schwer durch. Hält selbst ein bisschen fest und löst sich dann. Ringrichter ist ein Sportfahrpilot aus der DDR. Sich der ungarische Meister was einfallen lassen. Stopp! Nicht ganz im Klaren, welche taktische Marschroute Chandor Sogani ausgegeben hat. Nur aus der Verteidigung heraus. Denn er gibt immer wieder Handzeichen, dass er zurückgehen soll. Damit überlässt er dem anderen völlig die Partie. Aber er wird schon seine Gründe haben. Gesehen.
Also Bortosz sieht hier noch nicht wie der strahlende Sieger aus. Wladimir Vorhegi ist erst 19 Jahre. Er ist Student. Bisher besteht aber immerhin schon 110 Kämpfe. Gewann davon 93. In diesem Jahr Juniorenmeister der GSSR. Zweiter Platz bei den Senioren. Und Dritter der Junioren-Weltmeisterschaft. Immer wieder stört er. Wird unbequem. Und da ein Bortosz dort das Feld überlässt, die Konter nicht wirksam genug sind, ringfrei zur dritten Runde, kommt dieses Bild zustande. Für mich leichte Führung für den Mann aus der GSSR. Jetzt verteidigt sich Bortosz etwas aktiver. Das heißt, wenn er nach links oder rechts aus der Linie geht, setzt er mal eine lange Hand mit dazwischen. Er muss ja auch ein bisschen mehr tun. Jetzt bekommt Bortosz das Zeichen, dass er kommen soll. Es hat aber nur noch 30 Sekunden Zeit. Sich über das Chandos Sagani jetzt selbst ein bisschen schwummrig. Das Vorteil interessiert mich auch. Hat Bortosz zu sehr gezögert? Gibt man aufgrund der Angriffsleistung Vargi den Sieg oder haben die Aktionen gereicht, die aus der Verteidigung herausgekommen sind, in der dritten Runde zugegeben ein bisschen öfter. Für die nächste Begegnung das Kampfgericht. Ringrichter Santiago Cuba. Punktrichter der Roy England. Lepard Frankreich. Kawashima, Japan. Rollert, Deutsche Demokratische Republik. Lovilius, UdSSR.
Das sind so ein paar Szenen, wo Botosch etwas besser aussah. Start. Und hier das Urteil. Sieger nach Punkten, Wladimir Horigi, CSSR. Ich hab's befürchtet. Botosch hat zu sehr gezögert und nur defensiv eingestellt. Chandor, das war zu wenig. Da hilft alles Reklamieren jetzt auch vor der Jury nichts. Und die nächsten Boxer stehen bereits am Ring. Semyon Sarchev aus Bulgarien und João Luciano Luiz aus Mosambik. Das Kampfgewicht nach dem Gewicht bis 54 Kilo. Es kämpfen in der roten Ecke Semyon Sarchev, Volksrepublik Bulgarien. In der blauen Ecke João Luciano Luiz, Mosambik. 23 Jahre alt, Fleischer in Mobutu. Wir sind immer noch im Bantamgewicht bis 54 Kilo. Kräftiger Junge. Ringrichter ist Herr Santiago und er kommt aus Kuba. Da war noch ein kleines bisschen Fett im Gesicht. Vaseline und so, das darf nicht sein. Jetzt wird der Mundschutz eingeführt, auch Pflicht seit geraumer Zeit. Nun kann's losgehen. Sarchev gewann zwei Turniere. Ansonsten auch noch ein Mann aus der Jugendreihe. Größe, Vorteile in der Reichweite. Ungestüm kommt da Luis vor, hat glücklicherweise die Fäuste nach oben. Am Kampfgeist fehlt es ihm sicherlich überhaupt nicht. Sicherlich noch an Erfahrung. Aber Sarchev ist eigentlich ein Mann, der zu ihm passen müsste, wenn er auch unbequem ist durch die Größe. Aber das ist ja auch noch kein Welt- oder Europameister. Sehr gut eingestellt. Sarchev links, rechts, gerade. Auf dem kürzesten Weg nutzt er seine lange Distanz.
Für den kleinen Luis wird das ganz, ganz schwer, da durchzukommen. Vielleicht mit einem langen Cross, mit einem langen Haken zum Kopf. Irgendwann und irgendwo. Rein punktmäßig kann er ihn nicht bezwingen. Simeon Saschew ist Armeeangehöriger. In seinem Startbuch stehen bisher 89 Kämpfe, davon 75 Siege. Turniererfolge in Jambolim und Albina. Zweiter Platz beim Strasjata-Turnier. Bulgarischer Meister 1985. So viel Luft ist dazwischen. Mit einem berühmten Trainer, Peter Stoyminov. Ring frei zur zweiten Runde. Er gehörte zu den besten Schwergewichtlern der Welt. War bei Welt- und Europameisterschaften immer wieder ganz vorn. Sie sehen, Saschew kann nicht nur gerade boxen. Das war eine vorzügliche Körperkombination. Ich finde das toll, dass vom kleinen Mann aus Mosambik hier nicht gehalten und geklammert oder geklinscht wird. Herr Santiago aus Kuba hat überhaupt nichts zu tun. Es ist eine feine, faire Partie. Ja, es könnte nur passieren, dass Saschew mal in einen linken oder rechten Haken hineinläuft. Denn jetzt verzichtet er ein bisschen auf seine Deckung, wird ein bisschen leichtsinnig. Möglicherweise unterschätzt er seinen Gegner. Muss ich seiner Sache sehr sicher sein. Ebenso wie sein Freund Alberto in Berlin auf und behält oder beherrscht das Berlinerisch perfekt. Ja, man meint halt, der Fleischer ist nicht unbedingt aus stark sein, den Stier bei den Hörnern packen. Er ist schon kräftig, ein guter Mann.
Aber er wird wohl boxerisch noch ein bisschen dazulernen müssen. Ringfrei zur dritten Runde. Auch das ist verständlich. Und wir freuen uns über einen Start. Auch sie bereichern dieses gut besetzte internationale Turnier. Aus 20 Ländern sind sie gekommen. 133 Boxer. Wenn wir dann mal Zeit haben, werde ich noch ein bisschen was darüber erzählen können. Ich wünsche es ja und sicher die Zuschauer auch, dass er mal durchkommt, dass die Partie ein bisschen ausgeglichen wird. Er gibt sich solche Mühe. Aber er verkriecht sich nicht. Er ist immer da. Der boxerischen Reife von Semjon Saschew kommt natürlich auch noch die Reichweite, die Größe, die Übersicht. Das ist alles noch Bantamgewicht. Also die gleiche Klasse wie Echeverria aus Kuba, der große Boxer wie René Breitbart, der Europameister wie Klaus-Dieter Kirchstein, wie Varji, den wir eben sahen aus der GSSR. Da ist schon allerhand los. Jetzt kommt er, aber er hat nur noch 30 Sekunden Zeit, dann nämlich ist es vorbei. Und er wird am Ende sicherlich auch aufgrund seiner Tapferkeit mit viel Beifall verabschiedet werden. Aber ich glaube doch klar, Semjon Saschew hat gewonnen. Das Urteil einstimmiger Sieger nach Punkten. Semjon Saschew, Volksrepublik Bulgarien. Einstimmig also 5:0. So, Beifall für beide. Und die nächsten Akteure stehen auch schon wieder am Ring. Der Japaner Kazuya Yoshika und Jörg Gittner von Wismut Gera. Jörg Gittner war Dritter in diesem Jahr bei einem gut besetzten internationalen Turnier in der UdSSR und Yoshika war Zweiter beim Japan Cup. Bantamgewicht bis 54 Kilo. Es kämpfen in der roten Ecke Kazuya Yoshioka, Japan. In der blauen Ecke Jörg Gittner, Deutsche Demokratische Republik. Dritter die Juniorenweltmeisterschaften. Erster bei den Wettkämpfen der Freundschaft. 20 Jahre alt. Ringfrei zur ersten Runde. Der Japaner ist 22.
Der letzte Kampf im Bantamgewicht. Falls Sie mit dem Boxen noch nicht so vertraut sind und sich vielleicht fragen, warum der eine den Schutz aufhat, der andere nicht. Es ist nach wie vor so, dass es den Boxern freigestellt ist. Es gab nur für bestimmte Veranstaltungen die Pflicht, den Kopfschutz zu tragen. Aber eine grundsätzliche AIBA-Bestimmung ist es noch nicht. Stopp! Der Ringrichter kommt aus der GSSR. Sehr locker, das sieht gut aus. Ja, wenn die rechte Hand gerade kommt bei ihm, ist das, glaube ich, besser. Sieht besser aus, ist wirkungsvoller. Aber der kürzere Weg ist gegen den Japaner, der erfolgreiche, und die Hände hochnehmen. Ja, er muss den Kampf bestimmen mit der rechten Hand, so ist richtig. Oh ja, das wird noch ein guter Kampf. Katsuya Yoshioka ist 22 Jahre, Student. 59 Kämpfe bestritt er bisher. Gewann nach 47 Begegnungen. In diesem Jahr zweiter Platz beim Japan Cup. Die japanischen Erfolge im Boxen liegen auch in den unteren Gewichtsklassen. Aber in den letzten Jahren sind sie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen nicht zu Recht nach vorne gekommen. Also Gittner wird mit Yoshioka mehr Sorgen bekommen als Saschew mit Luis vorhin. Stopp! Naja, das geht nicht. Weiter geht's.
Die 2 bedeutete die zweite Ermahnung. Gittner ist natürlich noch kein ausgereifter Boxer, vieles ist zu ungestüm, einiges nicht ökonomisch genug, das wird er alles noch lernen. 10 Sekunden. Er macht seine Sache recht gut hier. Er will natürlich zu Hause vor allem dem Publikum alles zeigen. Joka kommt ohne Verwarnung über diese zweite Runde. Jörg Gittner ist 21 Jahre alt, Kfz-Schlosser. 101 Kämpfe bestritt er bislang, gewann davon 83 Begegnungen. 1984 erster Platz bei den Jugendwettkämpfen der Freundschaft. Zweiter Rang beim Chemiepokal in Halle. 1985. Dritter der Junioren-WM und dritter Platz auch bei der DDR-Meisterschaft in der Senioren. Er kommt von der SG Wismut Gera. Im Falle eines Sieges würde er auf den Bulgaren Saschew treffen. Das war frei zur dritten Runde. Leichte Führung für Jörg Gittner, glaube ich. Deutliche Serie. Und Josh Joka findet kein Gegenmittel. Wir sehen es, wenn Jörg Gittner schön lang bleibt, auf unnötige Haken verzichtet, Distanz hält, seine Reichweite nutzt, ist er ganz souverän. Deutlich beherrscht er da seinen Gegner. So, nun wieder ein bisschen die Handbremse anziehen. Noch 1,30. Überblick behalten.
Stopp! Stopp! Geht der Boxen lang! Stopp! Sekunden noch. Der Boxer aus Gera hat offensiv den Kampf geführt, das Geschehen diktiert und müsste auch, wenn nichts mehr dazwischen kommt, gewonnen haben. 20 Sekunden noch. Aus unserer guten Juniorengarde, die ja erst bei den Junioren-Europameisterschaften so erfolgreich war. Das Kampfgericht für den nächsten Kampf. Ringrichter Nikola Finnland. Punktrichter der Rivalis Griechenland. Nikola Volksrepublik Bulgarien. Brian England. Lovilio UdSSR. Kawashima Japan. Zweimal schön die lange rechte Gerade, voll aus der Schulter heraus. Prima. Und hier das Urteil. Einstimmiges wieder nach Punkten. Jörg Gittner, Deutsche Demokratische Republik. Also in der nächsten Runde auf Saschew, Bulgarien. So, und vielleicht hören Sie es schon ein bisschen in der Halle. Aber liebe Sportfreunde, der lange Weg von Sambia her endet mit diesem Agitationseinsatz am Berliner Boxring. Da kommen Sportfreunde aus Kamerun, stimmungsvoll. Sie boxen auf Michael Starrwitz vom ASK, der hier im Boxring steht. Bei guter Laune, guter Atmosphäre bei diesem Turnier, ohne Zweifel. Dritter beim TSC-Turnier. Und das Kampflimit, Leichtgewicht bis 60 Kilo. Jetzt bin ich gespannt, es kämpfen in der was das Ecke wird. Michael Stachewitz, Deutsche Demokratische Republik. In der blauen Ecke, Martin Dongo, Kamerun. Er ist über einen Kopf kleiner, aber dass er in der 60-Kilo-Klasse besteht, beweist die Tatsache, dass er viermal Meister von Kamerun war und Dritter der Olympischen Spiele von 84. Er ist mit einem Riesenanhang hier zum Ring gekommen. Alles, was Boxen kann in der Mannschaft Kameruns, alle Trainer und Betreuer sind mit nach vorn gerannt, haben einen Gesang eingestimmt. Ringfrei zur ersten Runde. Er muss hier immer gegen größere Boxer antreten. Wie kommt er von dort zum Kopf? Das ist die einzige Frage heute hier. Thank you.
Ja, das wird die eine Gefahr sein, zum anderen die Innenhand. Wenn der Schlag einen weiten Weg hat, dann kann er als Haken leicht mit der Innenhand landen. Mal sehen. Bis jetzt winkelt er die Faust schön ein. Ja, das war die erste Rüge. Innenhand. Ich hab's kommen sehen. Oh, sehr schön. Selbst Dongo ist nicht nur kämpferisch stark, der junge Mann kann boxen. Michael Stachowitz unterbindet den Nahkampf, klar. Mikola aus Finnland. Aufs Brustbein, direkt oben, das nimmt die Luft. Nochmal. Die Führungshand ausgependelt. Michael Stachowitz ist 26 Jahre Student, 126 Kämpfe stehen in seinem Startbuch, davon 86 Siege. 1985 dritter Platz hier beim PSC-Turnier, dritter auf der DDR-Meisterschaft. Er kommt vom ASK Vorwärts Frankfurt-Oder. Und da ist Martin Dongo links und rechts genauso zu beachten. Ja, nur links, rechts, gerade und immer weg. Schnelle Beine. Ringfrei zur zweiten Runde. Gestellt Stachowitz, hoffentlich behält er diese Taktik bei. Das war die Startnummer. Innenhand, man hat's gehört. Ja, schön. Lange Hand und weg. Immer lang und groß bleiben. Wieder innen. Ich will dem Martin Dongo nicht unterstellen, dass er das mit Absicht macht. Überhaupt nicht. Es ist schwer, aus dieser Position heraus mit einem weiten Haken dann noch korrekt zu schlagen und die Hand so einzuwinkeln.
nicht festhalten. Ja, Michael Stachowitz darf es nicht zum Nahkampf kommen lassen. Beide haben viel geschlagen und noch eine ganze Runde vor sich. Wohlverdiente Pause. Oh, das ging an die Substanz, diese zweite Runde. Der Kämpfer Martin Gongores, 20 Jahre, Student. Von seinen bisher 54 bestrittenen Kämpfen verlor er nur eine Begegnung. Das hat es noch nie gegeben. Dreifacher Meister Kameruns. Dritter Platz bei den Olympischen Spielen 1984. Nur einmal als Verlierer den Ring verlassen. Ja, das kann demzufolge nur 1984 im olympischen Halbfinale gewesen sein. Alles andere gewonnen. Also demzufolge, da er eigentlich immer so boxen muss, da seine Gegner immer größer sind, muss er auch eine Bombenkondition haben. Ich meine, der größere Mann punktet eigentlich dann immer zwangsläufig mehr. Und nach Punkten führt dann meist der mit der längeren Reichweite. Und das muss hier nicht so sein. Wenn er am Mann steht, macht er ein bisschen wenig. Das wäre eigentlich seine Chance. Offensichtlich will er das gar nicht. Ein Halbdistanzboxer. Diese Beweglichkeit ist unwahrscheinlich. Stop!
Vorbei. So, und die Punktrichter kommen aus Griechenland, Bulgarien, England, der UdSSR und Japan. Nun, Michael Stachewitz könnte gewonnen haben aufgrund der langen Reichweite der vielen Treffer, aber ob alle Kampfrichter der Meinung sind, ich weiß es nicht. Und hier das Urteil. Sieger nach Punkten. Nicht einstimmig. Martin Dongo. Martin Dongo. Martin Dongo, es bleibt vorerst mal bei einer Niederlage. Nur sicher ein bisschen traurig, der Michael Stachewitz, aber ein knappes, aber ein denkbares Urteil und es belebt weiterhin dieses Turnier. Er freut sich. Prima. Sie teilen sicher meine Auffassung, liebe Sportfreunde. Bilder, die man. Miroslav Knabik, Volksrepublik Polen und Michael Koffer aus Kanada. Das sind die nächsten. Ja, sie verschwinden im Dunkeln der Halle. Alles ist wieder beieinander. Der ganze Chor ist wieder zusammen und nun tragen sie ihn raus. Das können unsere Kameras leider da draußen nicht mehr fangen. Die Weltmeisterschaft ist nahe. So. Wer boxt nun gegen Dongo Kamerun? Knabik oder Moffa? Für 60 Kilo. Es kämpfen in der roten Ecke Miroslav Knabik, Volksrepublik Polen. 21 Jahre alt. Michael Moffa, Kanada. 20 Jahre alt. Moffa, erster bei einem Turnier in Athen. Ring frei zur ersten Runde. Gegen Knapik, Dritter der polnischen Meisterschaft. Ich werde mir recht geben, wir sind insgesamt ansehenswerte Kämpfe, die schon hier in den Vorrunden mit vollstem Einsatz geführt werden. Auch technisch sahen wir Gutes. Und für Stimmung war auch gesorgt.
Kanadier sind auch mit einer sehr starken Mannschaft hier. Aber allen voran die UdSSR mit Samson Kachatjian, dem Europameister von 85, und Valeri Abadjan im Superschwergewicht, den Mann mit der vielleicht stärksten rechten Hand überhaupt. 1984, Theophil Stephenson so zugesetzt. Erste Runde für den Kanadier. Miroslav Knapik ist 21 Jahre, Student. Von 136 bestrittenen Kämpfen gewann er 106 in diesem Jahr. Dritter Platz bei den Meisterschaften seines Landes. Schön lang. Aber er hat den letzten Schlag. Moffa. Offensichtlich steht ihm Miroslav Knabik zu steif im Ring. Dritter der polnischen Meisterschaften. Ring frei zur zweiten Runde. Ja, unsere Sportfreunde in der Volksrepublik Polen haben auch ein paar Schwierigkeiten, wieder mit ihren Boxern ganz nach vorn zu kommen. Die großen berühmten Traditionen des polnischen Boxsports anzuknüpfen. Das war nicht viel, aber genau.